Schön, dass Sie weiter eingeschaltet haben. Willkommen zum Interview mit dem Supertalent Bora Karadag. Erzähl uns mal, wie hat denn alles angefangen? Also, ich habe sehr früh mit Fußball begonnen. Ich war 3 Jahre. Meine Brüder haben bei Post SV Oberhausen damals gespielt und meine Eltern haben mich einfach mitgenommen. Dann habe ich da begonnen bei der Bambini. Von da aus bin ich zu Rot-Weiß Oberhausen gewechselt, aber da gibt es auch eine lustige Anekdote, da kann ich hier auch erzählen. Soll ich da erzählen? Sehr gerne. Mein Bruder, mein ältester Bruder, hat mich damals zum Probetraining gebracht, zu Rot-Weiß Oberhausen. Aber jetzt bin ich ja 1,98, damals war ich noch kleiner. Bruder, so wie klein ich jetzt bin, war ich damals noch kleiner, Bruder. Ich frag mich, 1,98. Ja, noch kleiner, Bruder. Noch kleiner. Mein Bruder hat mich da hingenommen an der Hand. Und damals, der Jugendkoordinator hieß Jürgen Finger. Hieß Jürgen Finger, weiß ich bis heute noch. Und mein Bruder hat den dann gefragt, ich wollte mal meinen Bruder zum Probetraining bringen, zu eurer E-Jugend. Wann haben die denn Training? Da hat der geantwortet, wer ist dein Bruder, wo ist der? Der hat mich gar nicht gesehen, so klein war ich. Und dann hat er gesagt, ja hier, der ist E-Jugend oder Bambini eher, ne? Ne, der ist E-Jugend, hat er gesagt. Ja, die trainieren gleich um 13 Uhr. Ah, der hat gar keine Hoffnung, der denkt sich so. Beim Training hat angefangen, 10 Minuten später habe ich gesehen, wie der Trainer Sprint zu meinem ältesten Bruder gemacht hat. Direkt, wir wollen den sofort haben, papapapapap. Das war zum Beispiel Dienstag, sofort Anmeldung fertig gemacht. Samstag war mein erstes Spiel gegen Bochum. Also bin ich von Post SV Oberhausen zu Rot-Weiß Oberhausen, da meine Jugend verbracht, E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend. In der C-Jugend wollte mich Rot-Weiß Essen, Udo Platzer und Ulf Schwemin, meine damaligen Trainer bei Rot-Weiß, wollten mich unbedingt haben. Bin dann nach Rot-Weiß Essen gewechselt, habe dann 6 Jahre bei Rot-Weiß Essen gespielt, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend. Und von da aus bin ich dann halt zu der Profimannschaft hochgestiegen bei Rot-Weiß Essen und von da aus ging es weiter. Wohin weiter? Boah, nach Rot-Weiß Essen, also ich habe bei Rot-Weiß Essen die 2 Jahre bei der Regionalliga verbracht und dann muss ich noch dazu sagen, wollte ich eigentlich weiterbleiben. Der neue Trainer Peter Hüballer sollte Trainer werden, damaliger Dortmund-Trainer in der Jugend gewesen. Bei Rot-Weiß Essen? Ja, bei Rot-Weiß Essen sollte der Trainer werden. Aber da Thomas Strunz irgendwas da gemacht hat, ist der Verein leider insolvenz gegangen. Insolvenz beantragt. Dann ist die Regionalligamannschaft in die Oberliga abgestiegen, die zweite in die Verbandsliga. Irgendwas ist da passiert und dann konnte ich leider nicht mehr bleiben. Und dann sollte ich in die Türkei wechseln. Bevor, bei Rot-Weiß Essen. Da warst du ja in der A-Jugend und dann wurdest du ja schon hochgezogen in der ersten Mannschaft, ne? Ja, das war. Mein erstes Jahr bei der A-Jugend habe ich noch bei der A-Jugend verbracht, aber das zweite Jahr nicht mehr. Da war ich schon bei der Regionalliga, bei der ersten Mannschaft. Also so war das dann. Dann habe ich 2 Jahre dort gespielt, sollte eigentlich weiterbleiben, aber halt ist Insolvenz gegangen. Deswegen musste ich leider den Verein verlassen. Bevor du jetzt den Verein verlässt, wir sind jetzt bei Rot-Weiß Essen. Ja. Wann kam das Angebot von Newcastle? Das kam noch in der Jugendzeit. Wo auch dann auch die ganzen Angebote von Schalke, Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg, Freiburg, das waren ja alles gute Mannschaften, wo ich sofort hinwechseln konnte. Und zu dem Zeitpunkt kam dann auch das Angebot von da. Wie hast du das erfahren? Durch die Jugendleitung, ja, von Rot-Weiß Essen damals. Aber Rot-Weiß Essen hat damals gut reagiert und hat mir sofort einen 5-Jahres-Vertrag gegeben. Weil die gesehen haben, ganz Deutschland will den Jungen haben, die wollen den haben, haben die einen 5-Jahres-Vertrag gegeben. Also in der B-Jugend habe ich einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. 4 Jahre noch Jugend plus 1 Jahr Senioren war das damals. Den habe ich damals unterschrieben. Also damals habe ich auch ein bisschen Geld bekommen. Also das war ja in der Jugendzeit, wer hat denn Geld verdient? Also ich habe damals auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Und ehrlich gesagt, wollte ich den Verein selber auch nicht verlassen. Ich wollte die Umgebung nicht verlassen. Ich war verliebt in Rot-Weiß Essen. Ich wollte nicht weg. Das Problem ist, du bist auch ein kleines Kind. Du denkst dir, hier bin ich wer. Ich war ja ein Guter. Wenn ich nach Schalke, Dortmund, Leverkusen wechseln würde, bin ich vielleicht einer von vielen. Das war so der Gedanke, der erste Gedanke bei mir. Deswegen bin ich in Essen geblieben, weil ich auch die Stadt,
den Verein, ich liebe Rot-Weiß Essen immer noch. Also Georg-Melzsche-Stadion, wo ich da gespielt habe, die Einlaufmusik habe ich immer noch in meinem Kopf. Also das war eine unglaubliche Zeit. Ich liebe Rot-Weiß Essen immer noch. Zurzeit sind die Zweiter, ja, ja, hoffentlich steigen die auf. DFB-Pokal-Halbfinale, kann alles passieren. Ich gönne den Jungs allen alles. Marcel Platzek ist ja ein Spieler bei denen, mit dem ich noch damals in der Jugend gespielt habe. Also deswegen, eigentlich wollte ich den Verein nicht verlassen. Da die aber insolvent gegangen sind, musste ich den Verein verlassen. Leider. Okay, bevor du den Verein gewechselt hast, du warst auch, glaube ich, der jüngste Spieler bei Rot-Weiß Essen in der ersten Mannschaft, der die Nummer 10 hatte. Jo, das stimmt. Das war auch eine coole Geschichte. Da war ich, meine erste Saison in der A-Jugend war vorbei. Und da war die Frage, weiter A-Jugend oder Regionalliga war so ein Ding. Da hat der Thomas Strunz mich und mein Berater und mich hat er zu sich in sein Hotel eingeladen. Sind dann hingefahren und da hat er mir halt gesagt, dass er mich für die Regionalligamannschaft einplant, wenn es klappt und dies und das, tralala. Dann haben wir unseren Vertrag unterschrieben damals und da hat er mich gefragt, welche Nummer ich tragen möchte. Wie alt warst du? 17 war ich da, noch keine 18. Da habe ich gesagt, will ich die 10 haben? Da hat er geguckt. Ne, sogar, ich kann mich jetzt noch dran erinnern. Als erstes wollte ich die 61. Wegen weil 61, Trabzon, ich komme aus Trabzon. Da hat er gesagt, ja, DFB geht nicht, so eine hohe Zahl können wir nicht machen. Da habe ich gesagt, will ich die 10? Da hat er mich angeguckt. 10? War der erstmal ein bisschen geschockt. Hat er auf seinen Laptop geguckt. Ja, die 10 ist noch frei. Ja, dann läufst du mit der 10 auf, hat er gesagt. Da habe ich die 10 bekommen. Hm. Warum die 10? Hat die eine besondere Deutung? Also jeder Fußballer, ich bin ja ein offensiver Mittelfeldspieler und jeder Spieler will die 10 haben. Also das ist ja so ein Gang und Gäbe, auch im Amateurbereich will ja jeder. Der Beste hat die 10. So, der Schlechteste ist ein Torwart, der Schlechteste ist ein Innenverteidiger zum Beispiel. Und damals war das so ein Ding, in der Jugend hatte ich auch immer die 10. Und dann habe ich einfach mein Glück versucht, habe gesagt, ja, dann will ich die 10 haben und dann hat es geklappt. Habe ich auch ein Jahr lang die 10 gehabt, aber dann... eines Tages, also nächste Saison bin ich dann in die Kabine gekommen, Trainingsauftrag habe ich gesehen, die 10 ist weg, habe ich die 25 da stehen. Und wer hatte dann die 10? Ich glaube Mike Wunderlich oder so. Mike Wunderlich könnte sein, ja. Den hat ja Strunz damals auch nach Essen geholt. Da hat er die bekommen. Gab es nicht eine Anekdote, wo man gesagt hat, dass man schon einen Zehner hat und man den Wunderlich quasi nicht braucht also, oder will? Eine Anekdote gab es, aber das war die Zeit, wo Ernst Mittendorf bei uns Trainer war. Also unser erster Trainer in der Regionalliga war Michael Kuhl, der wurde gefeuert und dann wurde Ernst Mittendorf bei uns Trainer. Und Ernst Mittendorf war so ein Trainer, jeder kennt den, Bundesliga, Bielefeld, Bochum, ja, wir kennen ihn aus dem Fernsehen und der wird unser Trainer. Natürlich hatte jeder erstmal Angst, weil jeder kennt Geschichten über ihn, die nicht normal sind, so, ne, die auch jeder auch in YouTube angucken kann. Und wo der dann kam als erstes, natürlich hat jeder Angst gehabt, so, aber ich habe mich, ich muss ehrlich sagen, auf Anhieb super mit dem verstanden. Also, man muss sich das so erklären, das ist, wenn du Fußball spielst bei der Regionalmannschaft, du trainierst morgens, das ist dein Job. Also, ich sag mal so, ich habe das auch immer wieder gesagt, in der Jugend war das ein Hobby, ich habe es gerne getan. Wo ich dann aber meinen Vertrag unterschrieben habe, und ich dann morgens zum Training musste und so, das war dann für mich eine Arbeit. Das war mein Job. Kein Hobby mehr. Also der Spaßfaktor ist dann ein bisschen zur Seite gerückt. Aber als Ernst Mittendorf gekommen ist, also da habe ich so Bock gehabt, zum Training zu kommen. Weil ich wusste, immer wieder passiert was. Dieser Mann hat nur Englisch gesprochen. Der war professionell durch und durch. Sein Training war überragend. Seine Ansagen waren überragend. Der hat Einzelgespräche geführt, dich nicht mal angeguckt. Also, wenn du mit mir ein Einzelgespräch willst, guckst du mich ja an. Der hat dich nicht angeguckt. Der hat dein geguckt, du musstest auch dahin gucken. Das war ein sehr komischer, aber für mich ein sehr geiler Mensch. Und sein Erfolg hat ja eigentlich für sich gesprochen. Und der hat mich auch sehr gemocht. Also meine Fußballart hat er sehr gemocht. Und dein Ziehvater. So mein Ziehvater. Also ja. Ich muss sagen, wenn er das Interview sieht, ja. Ich habe den noch lange Zeit in Facebook, in Instagram, überall gesucht, nie gefunden. Ich wollte mich echt mal bei dem bedanken, weil der war sehr kurz bei uns Trainer leider. Und ich sag mal so, wenn er länger Trainer geblieben wäre bei uns, also über ein, zwei, ich weiß nicht, wie lange der Trainer war, Strunz hat den ja gefeuert, bin ich mir sicher, wäre ich
ganz woanders. Wärst du nicht auf diesem Stuhl? Wäre ich leider nicht auf diesem Stuhl. Nein, überhaupt nicht leider. Das hätten wir dir gewünscht. Wenn die Leute jetzt in Google schreiben würden, Karadag Nittendorp, sehen die sofort einen Artikel in Reviersport, wo er dann nur Gutes über mich spricht. Weil er hat mir immer selber gesagt, wenn du lange auf mich hörst, werde ich zum ganz Großen machen. Der hat sogar in Interviews, der hat zu mir einmal, die Geschichte kann ich auch mal erzählen. Wir hatten ein Spiel in Verl, aber ich war verletzt. Da ist er zu mir gekommen, montags, hat gesagt, Junge, Montag bis Freitag, bis zum Spiel, machst du nur auskurieren. Sauna, Whirlpool. Bis Freitag Abschlusstraining ist. Da brauche ich dich auf dem Platz. Egal ob mit Schmerzen oder ohne Schmerzen. Du wirst trainieren. Ich werde dich vor der Mannschaft fragen, ob du kannst. Und du wirst mit Ja antworten. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Montag bis Freitag nur auskuriert. Abschlusstraining mit Schmerzen, mit Ach und Krach mitgemacht. Da hat er mich gefragt. Und Junge, ging? Habe ich einfach gesagt, ja. Nächster habe ich von Anfang an gespielt. Also, wie viele Jahre? Mit 17, 18? Mit 17, 18. Und er hat mir damals gesagt, lass mich mit dem Kindergarten nicht allein hier. Obwohl ich der Jüngste war. Also der war schon echt ein Top-Trainer. Training war hochprofessionell bei ihm. Aber leider war seine Zeit zu kurz bei uns. Zwei Fragen. Wenn er jetzt hier vorne stehen würde, was würdest du ihm sagen? Ich würde ihn als allererstes mal fragen, warum der bei uns rausgeflogen ist. Weil keiner hat das verstanden. Nach einem Monat war er weg. Und ich würde einfach mich bedanken bei ihm. Dann bedanke dich doch jetzt. Ja, Ernst Mittendorf, wenn du das siehst, ich will mich bei dir sehr bedanken. Das war eine sehr coole, aber eine kurze Zeit mit dir. Und wenn du das siehst, bitte melde dich bei mir. Ich will mich nochmal bei dir persönlich bedanken. Okay, und jetzt kommen wir zurück zu der Wunderlich-Geschichte. Wie ging's dann? Also mit Wunderlich war das so ein Ding. Mike Wunderlich ist ein super, super Typ, auch ein überragender Fußballer. Das weiß ja jeder. Er spielt ja immer noch in der dritten Liga. Aber ich war ein Zehner. Offensiver Mittelspieler und er ist ja auch immer offensiver Mittelspieler und er wollte natürlich auf der 10 spielen und Mittendorf hat dann ganz klar signalisiert, naja Junge, mein Zehner ist Karadag, du nicht. Und dann habe ich auch immer gespielt. Okay, wie ging es dann weiter? Wir sind jetzt quasi auf den Sprung von Rot-Weiß Essen Münster nach Münster. Also ich sollte in die Türkei wechseln nach Essen. In letzter Sekunde ist mein Transfer geplatzt. Da hat der Güwe mich nach Münster geholt. Auch bin ich ihm auch sehr dankbar. Habe bei ihm 6 Monate gelebt. Und dann, bei uns Türken ist es so. Das ist leider so. Wenn du siehst, keine Hoffnung mehr. In Deutschland wird nichts mehr passieren. Es ist immer die Hoffnung, die letzte Hoffnung, in die Türkei zu wechseln. Um Geld zu verdienen, um Fußballer zu werden. Und ich muss sagen, also wenn die Frage kommen würde, was war dein bestes Erlebnis und traurigstes Erlebnis? Das kommt. Ja, dann sage ich dir das jetzt. Das schönste Erlebnis war wahrscheinlich das Spiel gegen Dortmund, DFB-Pokal, ausverkauftes Stadion mit Roter Essen. Mit den schönen roten Schuhen. Mit den schönen roten Lackschuhen. Also das war echt unglaubliches Gefühl war das. Und wenn du mich fragen würdest, deine traurigsten Geschichten, die habe ich echt in der Türkei erlebt. Leider. Ich liebe mein Land. Ich würde für mein Land alles geben. Aber für die Fußballwelt in der Türkei habe ich nichts übrig. Also habe ich nur Schlechtes erfahren. Also das war echt, wenn ich daran denke, werde ich echt traurig. Du hast 2 Vereine in der Türkei, ne? 2 Vereine in der Türkei und die Geschichten, die ich dir von da erzählen kann, also wenn das junge Spieler sehen würden in der Türkei, ich weiß nicht, ob die dann noch dahin wechseln wollen würden. Und das waren halt so die Türken. Es sind ja Spieler hier in Deutschland, die auch gerne immer sagen, ich möchte in die Türkei. Erzähl dir doch mal bitte, wie es wirklich in der Türkei ist. Du hast nur 2 Stationen in der Türkei. Erzähl mal bitte, wie war's? Ich sag mal so, wenn du hier nichts mehr reißen kannst, es gibt ja viele Spieler in der Türkei, die das da auch geschafft haben. Serkan Çalık, Barış Özbek, wer auch immer, die haben es geschafft. Aber Spieler, die aus den unteren Ligen dorthin wechseln, das ist definitiv nichts Gutes. Also, ich kenne keinen Spieler, der aus der unteren Liga dorthin gewechselt und sein Geld bekommen hat. Was meinst du mit untere Liga? Also so Regionalliga, Oberliga, das sind für mich die unteren Ligen aber in Deutschland. Aber ich kann ein gutes Beispiel setzen, Ali Bilgi. Ja, aber der ist ja von der 2. Bundesliga dorthin gewechselt, nicht von der Regionalliga oder
Oberliga. Der ist von der zweiten Bundesliga dorthin gewechselt. Aber das ist auch abgestiegen. Der hatte den Status, wurde ja abgestiegen. Ja, der hatte schon einen Status. Aber ist egal. Ja, das, war trotzdem schon die Liga. Ja. Das ist schon krass. Also so die unteren Ligen, also du musst dir das so überlegen, in der Türkei, wie das abläuft. Du unterschreibst für eine Summe, es ist oft so, du unterschreibst für eine Summe. Du redest jetzt aber von dir, ne? Ja. Okay. Nicht nur bei mir, es ist bei jedem so. Bei mir war das auch so. Ich unterschreibe für eine Summe. Für die Summe muss ich hier 3 Jahre lang ackern gehen. Für diese Summe unterschreibst du dort. Ja, alles ist schön und gut am Anfang. Und dann, wenn der Zeitpunkt kommt, wo die Bezahlung kommen muss, kommt sie nicht. Also du lebst dort in einem Internat von dem, wo du dann halt kein Geld für Essen, kein Geld fürs Leben brauchst. Deswegen ist das für manche Spieler kein Problem. Aber dein Geld kommt nicht. Wenn du nach deinem Geld fragst, sagen die, ja, das Geld kommt dann und dann. Und du wartest ständig auf die Bezahlung. Du spielst nicht, die lassen dich nicht spielen. Und das Ding ist, wenn du dann nachhakst nach deinem Geld, wenn du fragst, wo bleibt mein Geld, wenn du Palaver machst, drohen die dir, also die sagen dann, ja, wenn du so weitermachst, dann musst du dein Internat verlassen, Tasche packen, dir eine Wohnung nehmen. Wie soll ich mir eine Wohnung nehmen ohne Geld? Und das Allerschlimmste bei mir, das kann ich so jetzt sagen, war, ich lebe in der Türkei, meine Freunde, Familie, die wissen nicht, wie es mir dort geht. Die denken, das Problem ist, ich habe da ein Spiel gehabt mit Altay gegen Göztepe, das gibt es in YouTube immer noch. Das wurde live übertragen in TRT. Die türkischen Leute, die kennen den Kanal. Türkischer Sender. Türkischer Sender, TRT. Das Spiel wird übertragen, volles Stadion. Die Leute in Mülheim denken, ich bin ein Überstar. Boah, der Junge, guck mal, der spielt da in der Türkei, volles Stadion, boah, der hat es geschafft. Die wissen nicht, ich habe keinen Cent in der Tasche. Die wissen das nicht. Ich will auch nicht, dass das meine Eltern wissen. Ich will nicht, dass das meine Freunde. Das geht in die Psyche rein. Ja, das ist echt ein Gefühl. Wenn ich jetzt dran denke, kriege ich Gänsehaut und ich möchte diese Zeit nie wieder erleben. Und zu dem Zeitpunkt war Serhat Akın für mich da, muss ich sagen. Weil ich musste mein Internat räumen, ich musste meine Koffer nehmen. Und ich wusste nicht, wohin. Weil du nach deinem Geld gefragt hast. Ja, weil du nach deinem Geld rumhakst. Weil du willst ja dein Geld haben. Nicht nur das, sondern wahrscheinlich die Familie fragt ja auch nach Geld. Ja, die Familie, nicht, das war so, die Familie musst du immer anlügen. Du musst denen immer sagen, alles ist super hier. Das ist auch dein also, Tag, ne? Das ist, du kannst denen nicht sagen, Mama, Papa, ich habe hier kein Geld, mir geht's nicht gut. Du willst, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber du willst sie nicht enttäuschen. Du willst... Die sollen wissen, denken, mir geht's gut dort. So war das bei mir auf jeden Fall. Du willst nicht den Stress einfach abladen. Nein, wollte ich nicht. Ja. Und Serhat Akın hat mir damals die Tür geöffnet, seine Wohnungstür. Und ich habe dann einfach bei ihm... Weil der Verein dich rausgeschmissen hat. Ja, die haben mich rausgeschmissen von meinem Internat. Und dann habe ich meine Koffer bekommen und habe dann monatelang bei ihm gelebt. Und ich muss sagen, ich muss dann nach Deutschland zurückkommen. Habe aber kein Ticketgeld. Habe kein Geld für mein Ticket. Berater, sowas in der Art? Berater und sowas, alles nur, kannst du alle in die Tonne kloppen da. Ehrlich, ist so. Ja, jeder redet dir ein, das. Am Anfang ist ja auch alles schön und gut, aber es endet nie gut. Ja. Und dann hat mir, muss ich sagen, ein Vorstandsmitglied, ne, von meinem Verein, hatte so Mitleid mit mir, hat mir ein Ticket geholt und bin dann zurückgeflogen. Und danach kommst du hier in Deutschland an, du hast keinen Verein, du hast kein Geld, du hast keinen Job. Du hast nichts. Und bei mir war das so, ich bin wiedergekommen, ich bin nur im Café abgegangen. Türkische Schneekafé, nur Karten gespielt, Hockey gespielt. Kein Job, kein Geld, kein nichts. Du enttäuschst immer wieder deine Eltern. Die denken, du hast ja damals die Schule nicht gut gemacht, damit du Fußballer wirst. Du hast hier Regionalliga gespielt vor 10.000, 12.000 Zuschauern. Ja, die erhoffen sich ja auch was. Und dann kommst du wieder und hängst im Café ab. Wie ein Schnorrer. Kein Geld, kein nichts. Also das waren echt sehr, sehr schlimme Zeiten, die ich erlebt habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich einen Anruf bekommen von dem damaligen Präsident von FSV Duisburg. Landesligamannschaft hat mich angerufen. Welche Liga war das in der Türkei? Zweite Liga. Okay. Dann haben die mich angerufen. Ich war im Café am Kartenspielen. Nichts zu tun. Kein Job. Hat er mich angerufen. Ja, wir wollen dich haben. Landesliga, was soll ich in der Landesliga? Du denkst dir, was soll ich in der Landesliga? Kein Bock. Mindestens Regionalliga. Ja, du denkst dir, du bist wer. Ja. Ich muss Regionalliga. Geht nicht. Die dir von da zurückkommen, die schaffen nicht mehr von da wieder hier Regionalliga. Das geht nicht. Weil der Fußball läuft ja immer weiter.
jedes Jahr von der A-Jugend Bundesliga, Dortmund, Leo, wie viele Spieler kommen hoch? Du kannst nicht 3 Jahre in die Türkei wechseln und nach 3 Jahren wiederkommen und dann denken, ja, du bist immer noch der du damals warst. In wie viele Jahren kamst du zurück? Das war mit 22, 23 bin ich wieder zurückgekommen. Da habe ich damals halt den Anruf von Mustafa Sejan und Yasin Feysoğlu bekommen. Schöne Grüße auch an die beiden. Also dank den beiden habe ich noch die Kurve bekommen. Also muss ich echt sagen, weil zu dem Zeitpunkt kannst du ja nur noch illegal werden. Du kannst ja nur noch dein Geld verdienen mit illegalen Sachen. Und bei mir war das so, ich wollte mit sowas nichts zu tun haben. Zu viel Angst vor Gott, zu viel Angst vor Eltern. Yani, zu dem Zeitpunkt willst du mit sowas nichts zu tun haben, aber das ist... Weil du nichts in der Hand hattest. Du hast nichts. Kein Fußball, keine Arbeit, keinen Schulabschluss, vernünftigen. Und dann kam der Anruf von denen, die haben mir gesagt, komm zu uns, spiel bei uns Fußball, wir besorgen dir einen Job. Und da muss ich sagen, jetzt mit diesem Kopf war das die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe es gemacht, dank denen bin ich ins Berufsleben eingestiegen. Welcher Verein ist das? FSV Duisburg. Okay. Das ist jetzt die Oberligamannschaft, die jetzige Oberligamannschaft. Und dank denen habe ich die Kurve noch bekommen. Also dank denen arbeite ich jetzt wie ein ganz normaler Mensch. Ich verdiene mein Geld durch Fußball. Also damals habe ich mein Geld mit Fußball und mit einem Job verdient. Also wenn die mich nicht angerufen hätten, ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre. Damals habe ich auch den Salih Altin mitgenommen. Ist mein Kindheitsfreund. Dann sind wir mit dem zusammen halt dorthin gewechselt. Aber du musst mir überlegen, ich habe diesen Anruf bekommen. Wie viele bekommen diesen Anruf nicht? Und was passiert mit diesen Leuten? Ich kenne so viele gute Fußballer von damals. Wenn man nur darüber nachdenkt. Wenn man darüber nachdenkt. Ich habe Haarausfall bekommen. Ja. Ich habe meine Psyche war nicht mehr... Das Blut kocht einfach in einem Mann. Also ich sag dir so, wie das ist. Ich komme aus Trabzon. Ich liebe die Türkei. Ich würde für mein Land alles tun. Also es gibt nichts, was ich für mein Land nicht tun würde. Aber liebst du auch Deutschland? Ich liebe natürlich auch. Aber ich meine nur. Aber für die Fußballwelt in der Türkei habe ich nichts übrig. Also für mich ist das nur ein Theater und nur Hickhack. Und ich rate jedem Fußballer, der hier in der Jugend gut Fußball spielt. Bleib hier. Bleib hier. Spiel lieber hier in der Oberliga, Regionalliga, anstatt du dort in die zweite Liga wechselst oder sonst was. Also das ist mein Vorschlag an alle. Okay, also als das Leben von dir einen Richtungswechsel verlangte, was ist dann passiert? Du hast vorhin erzählt, dass FSV Duisburg dir das Leben quasi neu geschenkt haben. Die haben dir eine Perspektive gegeben, einen neuen Beruf. Was war es genau? Wie war der Einstieg für dich? Du hast vorhin gesagt, als du den 5-Jahres-Plan unterschrieben hast bei Rotters Essen, war das nicht mehr Hobby, sondern es war dein Job. Wie ist jetzt dieser neue Weg vom Café in den Beruf mit Fußball irgendwie gekoppelt? Wie war das für dich? Also am Anfang war es sehr schwer, muss ich sagen. Also weil ich habe ja niemals gedacht, dass ich irgendwann als Staplerfahrer oder als Kranfahrer landen werde. Und ich hätte mir auch niemals gedacht, dass ich sowas kann. Aber als dann, wie du gesagt hast, der Richtungswechsel im Leben gekommen ist, wo ich dann gemerkt habe, zum Glück, die Zeit in der Türkei hat mich auch im Kopf ein bisschen reif gemacht. Ich musste Geld verdienen. Ich hatte keinen Bock, im Café rumzuhängen, kein Geld zu haben. Da wusste ich, okay, Junge, Fußball ist vorbei. Du musst jetzt dein Leben in den Griff kriegen. Du warst 22. 22, 23 Jahre alt. Und da habe ich zum ersten Mal einen richtigen Job gehabt. Also dank FSV Duisburg, die haben mich bei ThyssenKrupp in Duisburg-Hüttenheim reingebracht. Mein erster Arbeitstag war eine Nachtschicht. Also ich bin auf Nachtschicht, mein erster Arbeitstag. Und mein zweiter Arbeitstag sollte auch eine Nachtschicht sein. Und dann nach der ersten Nachtschicht bin ich nach Hause gegangen, ungewohnt. Ich habe einfach bis zur nächsten Nachtschicht geschlafen, weil das so ungewohnt für mich war. Und die Leute im Verein, außer die beiden, die ich gerade genannt habe, haben ja nie dran geglaubt. Die haben gesagt, ach, der Junge, der hat noch nie in seinem Leben gearbeitet, der wird niemals schaffen, nach 2 Monaten wird er gekündigt. Ich arbeite immer noch bei ThyssenKrupp. Also das war jetzt eine andere Stelle in Hüttenheim. Ich arbeite jetzt bei ThyssenKrupp in BK Werth, das war in Hüttenheim. Aber trotzdem arbeite ich und ich habe zum Glück die Kurve bekommen vom Fußballer zum richtigen Beruf. Also das war nicht leicht, aber ich habe es geschafft. An alle Zuschauer da draußen, Sie hören hier diese Geschichten. Wenn Sie da draußen helfen können, wie gescheiterte Fußballer, wie Sie die unterstützen können, unter die Arme greifen können, ins normale Berufsleben reinzukommen,
melden Sie sich bei uns, damit wir da irgendwie was basteln können, um diesen Jungs zu helfen. War das für dich ein Problem, wo du meintest, ich muss jetzt arbeiten, Geld verdienen, nicht mehr mit Fußball zu machen, sondern halt mit Arbeiten? Also, für mich eher war das kein Problem, aber meiner Umgebung das klar zu machen, meiner Familie, meinen Freunden klar zu machen, Fußball ist vorbei. Ich werde jetzt ganz normal wie ihr. Weil alle an dich geglaubt haben. Alle haben an dich geglaubt, dass du im Fernsehen auflaufst, dass du das mit 20, 30 nicht geglaubt. Der war, du bist ein Naturtalent gewesen. Und dann, für die Leute, die es nicht wissen, wir sitzen hier neben einem, wo diverse Fußballer, die jetzt Profis sind, unbedingt mit denen in ein Zimmer sein wollten. Unbedingt irgendwas abgucken wollten. Es ist nicht irgendein 0815 Fußballer, der den Ball von links nach rechts kriegt. Jeder in Essen weiß das, da müssen wir nicht drüber reden. Hands down. Frag die Profis. Frag die. Ilkay Gündoğan, Özil. Frag die, wie die wollen. Jeder, der die kennt, ihn fragt. Bora, was würdest du den Sportlern da draußen, den jungen Sportler oder Sportlerinnen mitgeben, auf dem Weg mitgeben, was die von dir lernen können? Also, was würdest du denn raten? Was würdest du denn empfehlen? Also man muss schon, um Fußballer zu werden? Ja. Also das ist meine Meinung, ich weiß nicht, ob das auch wirklich so ist, um Fußballer zu werden, um echt ein Fußballer, ein professioneller, guter Fußballer zu werden, muss man echt am Ball bleiben, immer. Also diese, zum Beispiel zu heutzutage, diese Instagram, diese sozialen Netzwerke, diese iPad, diese YouTube, diese ganze Sachen immer, oder diese Feierei, diese Partys machen, solche Sachen, von so Sachen muss man sich fernhalten, das ist meine Meinung. Man muss immer am Ball bleiben, man muss mehr trainieren als jeder andere. Und selbst dann ist es nicht sicher, ob du das schaffst. Also man braucht schon sehr, sehr viel Glück, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein. Dieses Talent brauchst du natürlich, okay, aber Talent alleine reicht nicht. Du musst härter arbeiten. Zum Beispiel der Musa Çelik im letzten Interview hat er über Moritz Doppelkamp erzählt, über sein Extra-Training. Ich war bei diesem Training dabei. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich auch bei Essen war. Also das stimmt, der Junge hat trainiert wie ein Weltmeister. Der ist gelaufen, der hat alles dafür getan. Extra-Einheiten, Geld bezahlt, um jetzt dahin zu kommen, wo er dann war. Der war ja bei Hannover 96 in der Bundesliga. Das kommt nicht von Rumsitzerei oder von ein bisschen Instagram machen. Von sowas kommt das nicht. Man muss natürlich, ich würde den jungen Spielern echt raten, Schule ist für mich auch das so eine der Sachen, die ich auch sehr bereut habe, weil ich war echt nicht gut in der Schule. Aber ich muss auch dazu sagen, meine Lehrer, die, weißt du, was sie gesagt haben? Wenn ich zum Beispiel in der Schule geschlafen habe, richtig geschlafen habe, die haben gesagt, ich weiß das, ach, lass den schlafen, der wird Fußballer. So Sachen. Warum hast du so geschlafen in der Schule? Ja, so, ich war zu faul, keine Lust auf Schule gehabt, zu faul gewesen, nur im Kopf Fußball gehabt. Das war jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, war das natürlich nicht schön. Also mach deine Schule vernünftig, wenn Fußball nicht geht, kannst du ja immer noch was anderes machen. Also das würde ich dir... Du hast alles auf eine Karte gesetzt. Ja, alles auf eine Karte gesetzt. Könnte gut gehen, aber ich würde echt den jungen Spielern raten, immer am Ball zu bleiben, immer nur an Fußball, so nicht an diese Scheinwelt, diese Instagram, Party, Marty und Schule, würde ich sagen, und nicht in die Türkei wechseln. was soll ich noch sagen? Wechselt nicht in die Türkei. Also nicht, wenn ihr es hier noch schaffen könnt, so wenn ihr noch jung seid, Oberliga, Regionalliga spielt. Ich würde das nicht machen. Aber wenn du merkst, also bei mir war das so. Ich habe gemerkt, geht nichts mehr. Also da passiert nichts mehr. Das war so der letzte Strohhalm. Du willst ja Geld verdienen. Du willst ja irgendwas reißen. Dann gehst du in die Türkei. Aber das zu 90% ist das nichts Gutes. Okay. Das waren die Worte von Bora Karadag. Jetzt ist ja Fußball vorbei. Jetzt sind wir normale Menschen. Ich meine, ihr seid draußen, seid auch normale Menschen. Aber wir sind doch immer normale Menschen gewesen. Aber es waren schon immer normale Menschen. Damals waren wir nicht normal. Damals waren wir nicht normal. Wir wollten nicht feiern gehen. Du hast es vorhin gesagt. Es gibt ja einen legendären Abend. Ja. Ich zitiere Nachtresidenz. Ja. Ihr wart da mit FSV. Wir waren da mit ETB.
und noch diverse andere Mannschaften. Und Ilkay Gündogan war da. Ja. Was ist passiert, als er dich gesehen hat? Als erstes haben wir uns... Erstmal, woher kennt ihr euch überhaupt? Also Ilkay Gündogan ist mein Jahrgang und früher, wir haben immer gegeneinander gespielt. Also der war bei VfL Bochum, ich war bei Rot-Weiß Essen. Immer gegeneinander gespielt, gegeneinander gespielt, gegeneinander gespielt. Und dann... Weil ich sagte mal, ich grätsch einfach mal dazwischen, ne? Ihr habt gegeneinander gespielt, ne? Aber sorry, der Name... Guck mal, wir sind ein bisschen Fußballer. Ich sagte, wir sind nicht die Tausend, aber wir haben alle Fußball gespielt, aber der Name Bora fiel überall. Jahrgänge sind ja fast beieinander. Und war so, gleich. Genau, und immer viel Bora, Bora, Bora. Gündogan, sorry, noch nie gehört. Noch nie gehört. Ja, so, er wusste das ja auch. Und viele andere, die jetzt Millionen verdienen, die wissen das ja auch. Also wenn, und zu dem Zeitpunkt war das ja auch. Dann habe ich ihn, also nochmal darauf hin, wo wir uns kennen, also immer gegeneinander gespielt und dann bei der U18 wurde ich zur deutschen Nationalmannschaft eingeladen von Heiko Herrlich. Der jetzige Trainer von Augsburg war damals Nationalmannschaftstrainer von Deutschland. DFB. Ja, DFB. Und dann wurde ich halt zwei, dreimal eingeladen. Und ich war mit Ilkay immer in einem Zimmer. Also Ilkay und ich, wir waren immer in einem Zimmer. Mehmet Ekici, der auch bei München. So. Und ich war immer mit Ilkay in einem Zimmer. Und ich habe mich immer mit denen super verstanden. Der kommt aus Gelsenkirchen, ich komme aus Mülheim. Der ist ein Türke, ich bin Türke. Und dann nach Jahren kam es zu dem legendären Abend, war ich halt in der Diskothek mit der Mannschaft und Ilkay war auch da und ich wusste jetzt nicht, was ich machen soll, weil ich kenne ihn von früher, ich weiß nicht, wird der mich noch erkennen, so, aber der war halt cool drauf, der hat mich umarmt, wir haben uns umarmt, begrüßt, gequatscht und dann hat der mich halt gefragt, was ich jetzt so mache, weil er weiß ja, wie ich früher war. Und ich habe denen einfach gesagt, dass ich aufgehört habe mit Fußball. Ich konnte nicht sagen, dass ich in der Landesliga gelandet bin. Dann habe ich dem einfach gesagt, ich habe aufgehört gerade, mit Fußball. Aber dein Charme oder? Ja, war schon so ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Also ich konnte ihm das nicht sagen. Ich habe gesagt, ich habe aufgehört mit Fußball. Ich weiß nicht warum, zu dem Zeitpunkt war ich auch in der Diskothek, da war mein Kopf ja auch nicht so... Ja, ne. Ich war ja auch nicht ganz bei mir, aber... In dem Moment habe ich gesagt... Du meintest, ob der dich kennt jetzt, weil er jetzt... Ach so, ja. Weltstar ist. Ja, der ist ja... Jeder kennt ihn, kein Gündogan, also... Jetzt. Früher kannte man dich. Früher nicht wahrscheinlich, aber... Ja. Jeder kennt ihn. Ich gönne denen das ja auch. Ich bin ja kein... also wenn ich die Jungs... das muss ich auch erzählen. Zu der ersten Zeit, wo ich in Münster dann noch gelebt habe, wo ich dann halt den Durchbruch nicht geschafft habe, so gesehen, und den... Und ein paar andere dann bei Sky oder bei Premiere immer gesehen habe, ich musste immer wegschalten. Ich konnte das nicht sehen. Ja, glaube ich. Das ist jetzt nicht so, weil ich dir das nicht gegönnt habe, aber... Man kämpft mit sich selber. Ja, ich habe mit mir selber gekämpft. Warum bin ich nicht da zum Beispiel? Da habe ich immer weggeschaltet. Das wissen auch ein paar Freunde von mir, die wissen das. Aber es geht nicht nur dir so. Es geht viele Leute, die hier sitzen, denen das auch so ist. Wir verstehen die komplett. Ja. Das Ding ist, man unterschätzt diesen... Fußballbereich, der einen jungen Spieler, der sehr talentiert war in deiner Klasse, tatsächlich mental alleine lässt. Ja. Man unterschätzt das, was das mit einem jungen Spieler einfach macht, was es mit uns macht. Du veränderst dich, du bekommst irgendwo Gefühle, die du gar nicht kennst von zu Hause, Hass. Du bist auf einmal dann auf einer, es ist wie wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja. Wo du, aber wieso, als du Gündogan gesehen hast, wieso fragst du dich, ey Gündogan, ich hab's nicht geschafft. Hilf mir, oder? Weil, ich meine... Ja, komm, kann ich nicht machen. Warum? Also, warum ist dieser Schritt so schwierig für uns? Es ist ja nicht nur für ihn so. Jeder! Warum ist dieser Schritt so schwierig? Ich erzähle eine andere Geschichte. Ich habe letztens am Flughafen einen Freund von mir getroffen. Also, den jeder kennt, den ich auch kenne von damals, der es geschafft hat. Und wenn ich normal stehen geblieben wäre, wir hätten uns getroffen. Ich bin echt... zur anderen Seite gelaufen, damit er mich nicht sieht. Ich wollte ihn nicht sehen. Ich weiß nicht warum, ich bin halt vielleicht ein komischer Mensch, vielleicht sind andere nicht so. Aber es ist nicht so, dass ich denen das nicht gönne. Ich gönne das jedem. Jeder soll das. Er hat es auch verdient. Er ist wahrscheinlich am Ball gewesen. Ilkay, ich weiß, bei Ilkay, der hat schon bei Nürnberg damals gespielt und hat immer noch sein Abi gemacht. Also, der hat seine Bücher gelesen. Ich denke mir, Junge, was machst du? Der hat Bücher gelesen, weil er noch sein Abi gemacht hat. Ich war nicht so.
Ich dachte mir schon, ah, okay, ich hab's geschafft. Ja, der Junge ist ja auch am Ball geblieben. Oder viele andere auch. Ja, ich gönne es den allen. Ja, das sind ja auch super Menschen. Ja, auch wenn er das irgendwann sehen wird. Ja, eine schöne Grüße auch an ihn. Der soll jetzt nicht denken, ja, ich beneide ihn oder so. Nein, das ist alles klar. Natürlich beneide ich seine Million. Wer will die nicht haben? Ja. Ja, aber ja, Gott soll ihm mehr geben als... Aber der Disco, so mal zurück, hat er dich erkannt? Ja, er hat mich erkannt. Ist ja, ja, der war auch super lieb. Ja. Also der hat mich umarmt, der hat mit mir gesprochen. Also das war ja auch, meine Freunde, die da waren, die von meinem Verein, die haben mich auch gedacht, Alter, wir kennen ihn aus Fern, der Junge kennt den. Wahrscheinlich wussten die ja gar nicht, dass ich ihn kenne, von damals noch. Weil über sowas redet man eigentlich ja nicht. Ey, ich hab damals da... Ja. Mach ich nicht, weißt du, aber... Nein, nicht über sich selber. Naja, so. Aber so, war eine coole Begegnung, also ich habe mich auch sehr gefreut. Damals, zu dem Zeitpunkt, war der verletzt. Also der war verletzt, ja, genau. War hier bei der Behandlung. Kreuzband bei Manchester. Weiß ich nicht, ja, genau. Ja, Kreuzband. War auch zu laut und wir hatten ein bisschen was im Petto. Deswegen konnte ich den auch nicht so viel fragen. Das war das Ende vom Interview, aber eine Frage bleibt noch offen. Also meine Frage bleibt offen an dich. Diese 12, 13 Fragen, die du mir am Anfang gestellt hast, würde ich sehr gerne mal wissen, wer die das gesagt hat oder wer dir die Infos gegeben hat. Glaub mir, viele Menschen wollen immer wissen, woher er diese Fragen hat. Ich würde es echt wissen, woher. Also ich sag mal so, ein guter Journalist, ich bin zwar kein Journalist, aber ein guter Journalist würde sagen, ich wäre kein guter Journalist, wenn ich dir das sagen würde. Okay. Dann lass uns die Kamera ausschalten, dann sag mir das. Geht ja nicht. Warum? Dann wäre ich ja kein guter Journalist. Okay. Also werde ich das nie erfahren? Nein. Okay. Und wir kommen zum Schluss. Und wie immer mit dem Stuhlspiel. Chibo. Bora. Jo. Legendäres Stuhlspiel. Mhm. Ich hoffe, irgendwann, wenn wir unsere 10.000 haben, kriegen wir einen schönen Namen für das Stuhlspiel. Dann liegt das an euch. 10.000 zu bekommen und das Spiel zu ändern. Bora, am Ende des Spiels haben wir das Stuhlspiel. Wen könntest du dir vorstellen, der hier auf deinem Platz sitzt? Gib mir 3 Namen. Letztes Mal hatten wir bei jemandem 4, aber gib mir 3, die dir einfallen. Also ich könnte wahrscheinlich auch 5, 6 Namen nennen, aber wen soll ich denn nehmen? Als erstes würde ich wahrscheinlich den Salih Altin nehmen. Der ist auch mein Kindheitsfreund. Wir sind zusammen aufgewachsen. Und seine Geschichte würde ich auch gerne, dass die Leute das auch erfahren würden. Als zweites würde ich wahrscheinlich Sergen Güvenizik nehmen. Aber das Problem ist, er war ja schon Profi. Also er hat schon bei Bundesliga gespielt, bei Duisburg. Aber die Geschichte von dem... Also, ich habe ja gesagt, ich habe 6 Monate mit dem gelebt, die sind mir vergangen wie 3 Tage. Guck mal, wenn du den nominieren möchtest, lassen wir das gelten. Wir reden mit unserem Team, mit der CEO. Also, Güvenizik hier, das wäre schon phänomenal. Wen würdest du als Dritten? Also, erster war Salih Altin. Ja. Zweiter würde ich Sergen Güvenizik, König Güve. Und als Drittes würde ich Taner Yalçın nehmen. Ehemaliger Profi, Köln, Türkei, Süper Lig, Başakşehir. Dem würde ich auch, die Geschichte müsst ihr auch, euch mal auch anhören. Auch die Leute da draußen. Die 3 würde ich euch empfehlen. Und nominieren. Dann nominiert die doch. Also euch 3, Salih Altin, König Güve und Taner Yalçın. Ich würde sehr gerne eure Geschichte anhören. Das waren die Namen. Unfassbar. Einfach geil. Mein Name ist Bora Karadak. Das war mein Interview mit den Jungs von Kaba. Unterstützt dieses Format, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich komme nochmal vorbei. Unterstützt die Jungs auf Instagram, Kaba Karriereball, auf YouTube und auf Facebook, Kaba Karriereball.